Ich freue mich sehr, dass wir als letzten Redner heute hier haben Benjamin Kölle, Filmemacher bei Indie-Film, der uns das interaktive Filmprojekt Data Rush vorstellt, rund um die Themen Daten und Demokratie, sage ich jetzt mal, um es mal ganz grob zu fassen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir freuen uns auf deinen Talk. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Ich hoffe, dass wir das technisch heute irgendwie hier hinkriegen, weil ich hier verschiedene Webseiten, die alle noch in der Beta-Version sind, versuche euch zu zeigen. Ja, also Data Rush EU ist ein Projekt, das ich jetzt seit 2,5 Jahren entwickle und das jetzt eigentlich schon diese Woche gelauncht hätte werden sollen, aber es gibt nach wie vor so ein paar technische kleine Bugs, die wir jetzt noch beheben wollen und dementsprechend wird es wahrscheinlich nächste Woche dann rauskommen, vielleicht noch diese, aber da möchte ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ihr kennt das alles, wenn man so technisch unterwegs ist, dass da manchmal Sachen nicht so richtig laufen, wie man sie sich vorstellt. Ja, erstmal kurz zu mir. Ich bin so netzpolitisch eigentlich eher so ein Quereinsteiger. Ich habe eher so Stadtpolitik gemacht und in der sogenannten Antiglobalisierungsbewegung war ich irgendwie aktiv und bin dann erst durch dieses Projekt eigentlich so richtig auf diese ganzen netzpolitischen Themen gekommen und vielleicht war das auch gar nicht so schlecht, weil das Projekt richtet sich tatsächlich auch an Leute, die noch gar nicht vielleicht so stark sich ein Bewusstsein machen, wie wichtig diese Themen eigentlich alle sind. Also ich denke, ihr kennt es alle so, wenn man so versucht, darüber zu sprechen, sagen alle, ja, irgendwie total spannend und wichtig, aber irgendwie kann man ja auch nicht wirklich was machen und ach, ist mir dann auch zu aufwendig, mich zu total zu entkrypten oder irgendwie, keine Ahnung, darauf zu achten, dass man bestimmte Seiten nicht benutzt und Alternativen benutzt und so weiter. Ist mir dann auch egal, ich benutze es einfach, ich habe ja auch nichts zu verbergen. Also tatsächlich diese alte, ich habe nichts zu verbergen, ist immer wieder das, was wir ganz oft gehört haben, als wir dieses Projekt sozusagen versucht haben auch zu finanzieren und dann haben wir gesagt, nein, wir glauben da nicht dran, wir denken, es ist auf jeden Fall so, dass man was machen kann, dass auch schon viele Leute was tun und dass tatsächlich auch die Möglichkeit besteht, was zu verändern. Zumindest haben wir das auf unsere Art getan, wir sind Filmproduzenten und haben den Film Democracy produziert. Ich weiß nicht, wer hat den von euch gesehen? Kennt den jemand? Ja, so 3, 4, ja, das zeigt auch schon, der hatte leider dann im Kino auch nicht so viele Zuschauer. So, das ist der Film Democracy. Vielleicht zeige ich euch mal ganz kurz einen Trailer, dann seht ihr, um was es sich da handelt. Haben wir hier Sound jetzt? So, ich sage euch einfach mal kurz den Trailer. Yeah. Many people say data is the new oil, the oil of the 21st century. So if you think about how oil has transformed our lives, data is going to do the same thing. Das wird der Knoten meines Lebens. Wenn ich da als Minister sitzen würde, würde ich auch jemanden zuhören, der keine Krawatte trägt. Es geht darum, dass sie eine Datenschutzverordnung verabschieden sollen. Data protection is a fundamental right and the companies have the duty to explain what they do with our data. European citizens are concerned that their personal data may be misused. Datenschutz, den Unternehmen wie Facebook, Google oder Microsoft nicht zulassen wollen. Wenn die über diverse Webseiten tracken und ein Profil anlegen, dann geht es um mich. Am Anfang mussten wir erstmal klären, was wollen wir überhaupt machen bei dieser Datenschutzreform. Können wir das überhaupt? Schaffen wir das? Ein zu extremer Datenschutz kann dazu führen, dass es zu Nachteilen für den Bürger kommt. That causes jobs to leave the European Union. Our life is about data. Data are money. Surveillance is about managing populations, managing people. That's a fundamentally dangerous thing to democracy. It is our responsibility to get these rights in place. Jetzt fängt der richtig harte politische Kampf an. Da habe ich dann gehört, wie die Wölfe die Zähne fletschen, um mich danach zu zerreißen. Wie soll Selbstbestimmung im digitalisierten Zeitalter überhaupt noch funktionieren? Who do you think would like to stop the direct? Well, I think we know the usual suspects. Ja,
Genau, also der Film kam letztes Jahr ins Kino, hatte irgendwie nur 10.000 Zuschauer, was für Dokumentarfilme gar nicht so schlecht ist. Wir haben aber schon gemerkt, dass es tatsächlich schon schwierig ist, mit diesen Themen Leute zu erreichen. Natürlich geht es bei dem Film nicht nur um Datenschutz, da geht es eben auch um die Frage, wie entsteht so ein EU-Gesetz. Das war eigentlich auch die Idee, die der Filmemacher David hatte, als er diesen Film gemacht hat. Und wir haben halt dann gedacht, okay, wo können wir diese Geschichte noch mal ein bisschen mehr den Leuten nahe bringen? Sowohl eben die Frage, was heißt es eigentlich, Netzpolitik in der EU zu machen? Was sind da für Akteure? Und ja, was passiert da eigentlich ganz genau? Und es natürlich dort zu tun, wo es am relevantesten ist, nämlich im Netz. Und haben dann eben dieses Cross-Media-Projekt entwickelt. Meine Kollegin Anne und ich zusammen. Ja, wo sind wir denn hier? Ja, das ist halt die erste Seite habt ihr gesehen, Data Rush EU. Das ist jetzt hier das Erste, was wir gedacht haben, war, wir wollen den Leuten Spaß machen. Also wir wollen das Thema auch so vermitteln, dass es wirklich ja, Spaß macht und dass man auch einfach über so einen emotionalen Faktor, ich glaube, mit Emotionen erreicht man die Leute immer am besten, diese Themen macht. Und ich bin ein absoluter Fan von dem Spiel Risiko. Und dann haben wir sozusagen diesen Aspekt, wie entsteht so eine Datenschutzgrundverordnung, in ein Spiel umgebaut. Kann man sozusagen, also da gibt es noch ein Intro, das habe ich jetzt geskippt, wo sozusagen erklärt wird, dass man als Spieler sozusagen die Rolle des Rapporteurs, also die Jan-Philipp Albrecht in dem Film hat, einnehmen soll und dann verschiedene Aspekte dieser Datenschutzgrundverordnung verhandeln muss. Und das Ziel ist sozusagen eine Mehrheit im Europäischen Parlament zu erreichen. Man kann sich dann hier die verschiedenen Aspekte raussuchen, kann dann eben sehen, okay, dieses Menü wird auch noch größer. Ja, also zum Beispiel informierte Einwilligung und so weiter, Privacy by Design, suchen wir uns mal hier Privacy by Design aus, dann kann man sozusagen eine Partei wählen, mit der man sozusagen agieren will, sieht dann auch, was die Position der jeweiligen Partei zu diesem Eckpunkt dann jeweils ist. Sagen wir mal, wir wählen die grüne Partei aus und kriegen dann eben sozusagen verschiedene Negotiation Points, mit denen wir dann hier Parlamentarier in die Shadow Meetings einladen können. Und dann kann man auch im Office hier in späteren Runden dann seine Karriere pushen, indem man sozusagen als EU-Parlamentarier hier, also seine Karriere, seine Kampagne, das wurde vom EU-Parlament unterstützt. Wir haben den Golden Handshake erstmal rausgenommen, weil man kann auch Leute bestechen tatsächlich. Aber den haben wir jetzt erstmal rausgenommen. Der wird dann vielleicht in der App präsentiert. Also man kann hier sozusagen sagen, es ist so eine Mischung aus Strategiespiel und Fußballmanager, sag ich mal. Auf jeden Fall, ja, also in der ersten Runde hat man eben sozusagen, also strategisches Ziel ist ähnlich wie bei Risiko. Wenn man sozusagen die Mehrheit in einer bestimmten Fraktion hat, bekommt man extra Punkte. Das heißt, es ist Strategie des Spiels ist es, möglichst erstmal Mehrheiten in Fraktionen zu bekommen und dann eben seine extra Punkte, die man dafür bekommt, eben hier dann im Office strategisch gut einzusetzen. Also zum Beispiel ist es so, dass wenn man Leute einstellt, hat es erstmal nicht kurzfristig einen großen Effekt, aber eher langfristig. Das heißt, kurzfristig ist sozusagen die Kampagne zu pushen erfolgreicher. Langfristig eben sozusagen Leute einzustellen. Genau, dann geht man in die Shadow-Meetings, in dem Fall kann ich jetzt nur zwei einladen und dann wird sozusagen verhandelt und dann haben wir sozusagen verschiedene Argumente, die jetzt im Bezug auf, das war jetzt Privacy by Design, was ich ausgesucht habe, ne? Dann werden sozusagen Argumente abgewägt, die auch tatsächlich Argumente sind, immer ein Pro, ein Contra Argument und dann sehe ich, wie viele Parlamentarier ich überzeugt habe. Und ja, genau, wunderschön. Und dann wird sozusagen, werden meine Gegner durch, also ich habe dann Computergegner, die ähnlich wie ich agieren und langfristig ist eben das Ziel, die Mehrheit im EU-Parlament zu bekommen. Ich bin halt einfach, die Idee ist einfach wirklich auch, dass es ein Spiel ist, das einfach auch Spaß macht als Spiel, also wirklich. Also es ist schon so ein bisschen das typische U-Bahn- oder Toilet-Game irgendwie so, dass man auch immer wieder durchspielen kann. Also mir macht es wirklich Spaß. Ich hoffe, dass es euch auch Spaß macht, wenn es dann online ist. Und genau, also das ist einfach die Idee über so ein sehr, sehr, ja, ja, genau, genau, über so einen wirklichen, ja, unterhaltsamen Art und Weise den Leuten auch über so netzpolitische Debatten irgendwie, dass sie das sozusagen mitkriegen, wenn sie das spielen, genau. So, und dann haben wir eben noch
Tatsächlich war viele Leute, die auch Kritiker von dem Film, haben gesagt, dass der Film halt eben doch einen sehr, sehr hohen Voraussetzungen bedarf, um wirklich zu verstehen, um was es da geht. Und dann haben wir sozusagen in der Web-Doku, die wir dann entwickelt haben, genau versucht, eine jüngere Zielgruppe anzusprechen, also Leute, die sich vielleicht noch gar nicht mit diesem ganzen Thema, was heißt es eigentlich, Überwachung, und was heißt es eigentlich, dass meine Daten gesammelt werden, auseinandergesetzt haben. Da gibt es eigentlich auch einen Sound, aber den hört man jetzt nicht, ne? Naja, egal. Also das ist halt so eine Scroll-Doku, die wir eigentlich entwickelt hatten, ganz anders. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt noch habe. Ich möchte euch jetzt nicht langweilen mit der Entstehung des Projekts, aber ursprünglich hatten wir eigentlich mal die Idee gehabt, die Web-Doku komplett um die Aktivistin Kascha zu bauen. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt, Kascha, Katarina Schmielczyk, von der Panopticon Foundation in Polen, die eigentlich unsere Heldin werden sollte. Und wir hatten eigentlich die Idee, über sie diese ganze Geschichte zu erzählen. Also sozusagen auch nochmal die Perspektive der Datenschutzaktivisten zu zeigen und die Webdoku so zu erzählen, dass wir Kascha folgen und dann mit ihr Entscheidungen treffen. Also sie geht zum Beispiel in ein Café und dann sollen wir entscheiden, soll sie sich ins WLAN einloggen oder nicht, und dann hat die Entscheidung am Ende eine Auswirkung. Das haben wir leider nicht durchbekommen bei Arte, weil die fanden das doch vielleicht zu crazy. Kascha war auch natürlich extrem beschäftigt. Wir hatten nicht wirklich viel Zeit, immer mit ihr zu drehen. Das hat dann auch sich in dem Bildmaterial so ein bisschen niedergeschlagen. Leider, obwohl wir es komplett abgedreht haben, ich glaube, ich werde da nochmal so eine Art Director's Cut machen von, ist es nicht durchgekommen bei Arte, weil diese Webdoku war zusammen mit Arte, wie ihr hier oben schon sehen könnt. Was nicht unbedingt immer die Sachen einfacher macht, sagen wir es mal so. Weil natürlich, je mehr Leute mitreden in so einem Projekt, desto mehr ist es natürlich auch schwierig, das darzustellen. Und bei diesen Themen, kennt ihr auch wahrscheinlich, ist immer sozusagen die Gefahr, entweder vereinfacht man viel zu stark und macht dann sozusagen die Aussage zu schwach, oder man macht es zu kompliziert und ist dann eben auch nicht mehr, sozusagen kommuniziert sich nicht mehr. Und dann sagen die Leute, oh, das ist mir jetzt zu anstrengend, das gucke ich mir nicht an. Wir haben versucht, einen Mittelweg zu finden, und haben sozusagen gedacht, wir wollen Leuten jetzt mal zeigen, dass sie sich einfach mal mit diesen Themen auseinandersetzen. Also es geht so ganz klassisch los hier. Öl war der Rohstoff des 20. Jahrhunderts. Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Das funktioniert halt eben über Scrolling. Und dann haben wir eben sozusagen die verschiedenen Eckpunkte der Datenschutzgrundverordnung aufgefächert und wollen von unseren Usern, dass sie sich dazu verhalten, was denn eigentlich in dieser Datenschutzgrundverordnung verhandelt wird. Hier kommt die alte Datenkrake. Ja, also ihr könnt euch das dann anschauen, wenn es online ist. Und dann kommen zwischendrin immer Videos. Das hat jetzt vorher nicht funktioniert. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Wo dann sozusagen nochmal so eine Art eine Zusammenfassung von einer Minute, in dem Fall jetzt über Network Error. Ich habe die auch noch dabei, die Videos auf Stick, aber ich weiß nicht, wie gesagt, ihr könnt euch das dann auch nochmal angucken, oder wollt ihr das sehen? gemeinsam jetzt auch Videos angucken. Wie gesagt, das wird in einer Woche dann online sein. Nur noch mal zur Erklärung, also wir handeln uns eben jetzt sozusagen auf die Frage Recht auf Löschung, wird verhandelt, dann eben Smart Homes, die Frage, wollen wir Datenschutz eingebaut haben oder nicht, in den neuen, im Internet of Things, dann natürlich die Frage von Gesundheitsdaten, was passiert eigentlich damit, dann die Frage von natürlich Versicherungen, die Gesundheitsdaten sozusagen auswerten. Dann die Frage der Geheimdienste, was passiert eigentlich, wenn Daten von uns durch Geheimdienste gesammelt werden, und natürlich die Frage von Datenweitergabe in andere Länder. Dann gibt es immer am Ende jedes dieser Kapitel sozusagen immer eine Frage, zu der sich die User verhalten sollen, wie zum Beispiel hier, sollte es verboten werden, dass deine persönlichen Daten in den USA verarbeitet werden. Das ist immer hier am Ende jedes Kapitels. Also hier bei Smart Homes ist es dann eben die Frage, da haben wir noch schöne Animationen, die machen auch Spaß. Welche Datenschutzstandards erwartest du von einem technischen Gerät? Und am Ende gibt es dann eben eine Auswertung, die dann eben darauf basiert, was alle User sozusagen, also wie viel Prozent...
Ja, habe ich jetzt nicht zu Ende gespielt. Ich habe jetzt natürlich jetzt die Frage nicht beantwortet, deswegen steht da jetzt nichts. Aber de facto ist es so, dass man dann sehen würde, dass so und so viel Prozent aller User für den und den Aspekt sind und man dann selber sozusagen sieht, welche digitalen Rechte einem jetzt aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung dann auch gegeben werden. Also hier, jetzt habe ich die Frage beantwortet. Also es ist ja noch nicht online, deswegen ist diese ganze Datenbank auch noch nicht gefüllt. Das sind übrigens die einzigen persönlichen Daten, wenn man so überhaupt so nennen kann, die wir sammeln, dass wir eben diese Auswertung machen können. Wie viel Prozent der User sozusagen, das wird natürlich erst dann spannend, wenn die Webdoku dann länger online ist und sich daran mehr beteiligt haben und dann eben sozusagen noch Vorgriff auf die Datenschutzgrundverordnung, was sozusagen durch die Datenschutzgrundverordnung in Bezug auf Gesundheitsdaten passiert ist. Genau. Und dann gibt es natürlich noch weitere Links. Da könnte ich jetzt auch noch neue Links dazu nehmen, die ich heute Abend hier erfahren habe. Die Idee ist natürlich schon auch, das bekannt zu machen, vielleicht Leute dann auch zu aktivieren, sich darüber weiterhin zu informieren und sich netzpolitisch zu aktivieren und netzpolitisch zu beteiligen. Das hängt natürlich jetzt davon ab, wie viele Leute wir erreichen können. Wir können natürlich keine Google Analytics machen, weil das politisch nicht geht. Deswegen versuchen wir jetzt halt, ja, schon natürlich über soziale Netzwerke schon auch Leute zu erreichen. Aber ja, gerne teilt das Projekt. Wenn ihr das dann bekannt macht, wird es uns sehr freuen. Also wie gesagt, nächste Woche wird dann die Webdoku und das Spiel online gehen. Der Film kommt nächstes Jahr im Februar auf Arte. Und der ist aber auch schon so, ja, online zu sehen. Also man muss ihn halt bezahlen. Genau. Dankeschön. Genau, du leitest musikalisch schon den Feierabend ein quasi, aber vielleicht gibt es trotzdem noch Rückmeldungen, Fragen zu datarush.eu. Ja, da vorne. Ja, ich finde ja dieses Spiel sehr spannend, weil jeder, der so ein bisschen politisch aktiv ist oder sich einbringen möchte, möchte das ja auch mal durchsimulieren. Jetzt frage ich mich, ihr macht da ja so Abhängigkeiten drin, if this, then Mehrheit hier. Woher habt ihr diese Daten und diese Abhängigkeitsverhältnisse? Und was ich mich frage ist, gab es dort auch das politische Spielmittel, entscheiden wir jetzt nicht hier, sondern verlagern wir auf Nationalstaaten, wie jetzt zum Beispiel, wo einzelne Aspekte nicht in der EU-Datenschutzgrundverordnung abschließend geregelt sind, sondern eigentlich jetzt auf uns alle wieder vielleicht zurückfallen durch Anpassungsgesetze auf nationaler Ebene? Ja, das war natürlich eigentlich mal der Plan. Wir hatten eigentlich ein zweites Level, das war dann der Rat. Also das wisst ihr ja auch alle, dass das EU-Parlament leider nicht die einzige Instanz ist, die darüber entscheidet. Und wir hatten tatsächlich den Plan, dann ein zweites Level zu machen, wo es dann eben um den Rat geht und wo man dann sozusagen verschiedene Länder und verschiedene Länderinteressen miteinander abwägen muss. Das hat aber leider vom Umfang her nicht geklappt. Also wir haben sowieso, das war einfach zu aufwendig dann. Also das konnten wir dann leider nicht realisieren. Und eine andere Frage, das war letztendlich eine reine Game-Mechanik. Also das basiert tatsächlich auf dem EU-Parlament. Die Fraktionen sind durch einen Faktor 10 geteilt, also statt 750 haben wir 75 Abgeordnete und die hier sozusagen spielen, und es basiert schon so ein bisschen auf Risiko tatsächlich vom Gameplay. Eben tatsächlich sind auch die Verhältnisse relativ ähnlich, also wenn man so sagt, Asien ist halt sozusagen die Europäische Volkspartei und Südamerika ist eher so die Liberalen, das geht ganz gut auf und ist eben auch ganz gut getestet schon durch Risiko und funktioniert deswegen als Gameplay relativ gut. Also ja, wir haben das einfach so auf Reihen, wir hatten so einen Brettspiel-Prototyp, den wir dann ganz lange durchgezockt haben in längen Nächten und haben dann da so langsam das entwickelt und dann die richtigen Nuancen sozusagen ausgearbeitet. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten hätte ich vielleicht schon mal direkt eine, die eigentlich sich ganz gut anschließt, und zwar nochmal die, wo kommt eigentlich sozusagen die Politik her, die da drin steckt und die politischen Positionen quasi? Habt ihr da irgendwie Beratung quasi? Weil ja zum Beispiel auch so ein Bild wie Daten sind das neue Öl, ist ja auch schon in sich ein politisches Bild, so eine politische Idee quasi. Habt einfach wirklich aus Neugier, wo habt ihr da die politische Beratung her quasi?
Und die zweite Frage direkt im Anschluss, vielleicht habe ich auch nicht genau aufgepasst, wie seid ihr organisatorisch aufgestellt? Wo ist das angedockt quasi? Also das hat das sozusagen meine Kollegin Anne und ich haben das zusammen bei der Produktionsfirma, die auch den Film Democracy produziert hat, Indie-Film, das ist eine Produktionsfirma hier in Berlin, gemeinsam entwickelt. Wir haben das selber dann finanziert, dahingehend, dass wir halt eben Förderungen beantragt haben vom EU-Parlament, von verschiedenen Filmförderungen, interaktive Mediensförderungen und ja, zum Beispiel auch Arte hat eben dann auch Geld dazu gegeben. Dass wir so Sachen wie Daten sind das neue Öl, dann eben dann, wie gesagt, das war uns eigentlich auch nicht unbedingt immer so, ursprünglich war das nicht die Idee, dass wir mit diesem typischen, klassischen Thema einsteigen. Es hat sich aber dann so ein bisschen auch mit Arte zusammen mit den Redakteuren, man hat ja da auch immer Redakteure, die dann sozusagen auch Mitsprache haben, für die war das halt sozusagen immer so die Frage, wie erreichen wir unsere Zielgruppe, wie erreichen wir den normalen Arte-Zuschauer und dieses Bild vom Daten sind das neue Öl. Deswegen haben wir es dann wenigstens noch abgewandelt dahingehend, dass wir gesagt haben, Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts, während Öl der Rohstoff, also ne, also so nicht so die ganz blöde Analogie, aber zumindest so ein, war halt dann einfach catchy. Also damit können Leute wohl was anfangen. Und ja, das ist halt natürlich dann auch so ein bisschen der, was ich vorhin so sagte, man muss natürlich da immer so Abstriche machen. Und was diese Argumente zum Beispiel jetzt angeht, die dann in den Shadow-Meetings dann ausgetauscht werden, da haben wir tatsächlich dann recherchiert. Also dadurch, dass wir einfach 2 Jahre an diesem Projekt gearbeitet haben, haben wir uns einfach intensiv diese Datenschutzgrundverordnung angeguckt und ich glaube, da kann man auch nicht hundertprozentig genau sein. Ich denke mal, da werden die Leute, die sich wirklich damit auskennen, obwohl ich das Ralf Bendrath, dem Kollegen von Jan-Philipp Albrecht, gezeigt habe und der hat nur so ein paar Anmerkungen gehabt tatsächlich, aber ich weiß nicht, wie intensiv er sich es angeguckt hat. Also man findet tatsächlich bestimmte Dinge, aber wir haben es so schon recherchiert, also dass wir gesagt haben, deswegen haben wir es auch auf 3 Parteien dann, also bei dem Spiel auf 3 Parteien dann reduziert, dass wir gesagt haben, zum Beispiel zu informierter Einwilligung hatten die Grünen halt eben diese Position, die Europäische Volkspartei eben diese und die Liberalen ungefähr diese. Das waren für uns auch so ungefähr 3 so Positionen, die relativ weit auseinander lagen so in der Diskussion. Die Rechten haben wir da gar nicht mit dazu genommen, aber die wurden dann von der Europäischen Volkspartei schon schön vertreten. Okay. Ja, hier vorne. Ja, das Projekt erinnert mich an Liquid Democracy von den Piraten ein bisschen. Also diese, wenn man es zum Visualisieren von politischen Entscheidungen und wie viele Leute kommen anschließend hinter diese Idee und machen da auch mit, wäre doch vielleicht mal eine Idee, darüber nachzudenken. Es ist eigentlich schade, dass Liquid Democracy irgendwie nicht fortgesetzt wurde. Ja, also wir wollen es natürlich parteipolitisch nicht unbedingt jetzt positionieren. So, das ist auch vielleicht, man hat halt immer sozusagen institutionelle Rahmen. Unsere institutionellen Rahmen sind dann eher Filmförderung und Arte und so. Also das ist halt immer in jedem Machtbereich, in dem man sich bewegt, in dem Moment, wo Leute einen fördern, muss man sich natürlich dann, hier ist es dann eher so eine ästhetisch-inhaltliche Frage, die wir wollen tatsächlich schon eher hier mit Leuten wie digitale Gesellschaft, Netzpolitik, dass es eher darum geht, dass sich Leute aktivieren und eher so in die aktivistische Richtung gehen. Das war schon so ein bisschen die Idee. Wobei der Arte auch immer so sagte, geht nicht zu stark in die aktivistische Richtung, also wir hatten eher so den Drang, in die Richtung aktivistische Richtung zu gehen, während dann eben auch immer so gesagt wurde, ihr müsst doch objektiv bleiben, die Aktivisten sind nicht die einzigen und so weiter. Genau, also uns ist eher so die Idee, weder jetzt nicht unbedingt jetzt also eine Bewegung, die ja sowieso schon stattfindet. Also wir wollen keine Bewegung sein. Also wir wollen da Leute dazu anregen, dass sie Teil von schon was Bestehenden, was ja tatsächlich passiert, dass sie sich da eher mit beteiligen. Wir wollen jetzt nicht die irgendwie die Revolutionsführer sein oder blöd gesagt. Ne? Also wir wollen nicht eine Bewegung sein. Wir wollen Leute animieren, Dinge, die schon passieren, zu unterstützen. So, ja. Okay. Noch mehr Feedback für datarush.eu. Ansonsten sagen wir ganz herzlichen Dank und viel Erfolg mit diesem coolen Projekt. Danke.